So, heute stelle ich euch einmal das Quizspiel mit dem tollen Namen Quiz vor. 4000 plus Fragen auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel weißt du über? Und das ist auch tatsächlich das Thema des Spiels. Ne, hier haben wir dann auch direkt die Schachtel als Spielplan. Ne, die Anleitung ist auch relativ überschaubar. Ne, das kann man sehr, sehr schnell lernen. Und es ist auch tatsächlich gar nicht so uninteressant. Ich würde jetzt gern hier die Figuren auf das Startfeld stellen, aber es gibt keine Figuren da drin. Es wird einfach gesagt, ja, nehmt einfach irgendwas, was ihr wollt. Wir haben das schon irgendwie mit einer Küchenrolle hier drauf gespielt. Man könnte jetzt aber auch einfach hier zwei Marker nehmen, würde die zum Beispiel hier hinlegen. Oder wenn man ein etwas schnelleres Spiel haben möchte, könnte man die auch hier hinlegen. Und ja, da gibt es halt Karten in verschiedenen Kategorien. Das hier ist halt die Kategorie Kurioses. Das heißt, da würden wir jetzt gucken. Wir haben jetzt hier die Karte und wir könnten vielleicht gleich die Karte nehmen, die hier oben ist. Und da geht es jetzt einfach darum, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel weißt du über die Olympischen Spiele? Und ne, derjenige oder das Team, das auf das Feld hier gekommen ist, müsst ihr jetzt selbst überlegen, was denkt sie weiß über Olympischen Spiele? Ist sie so wie ich und guckt alle Olympiaden seit irgendwie 25 Jahren und verpasst da gar nichts? Könnte man vielleicht sagen, ja, auf jeden Fall nehme ich die 10. Ne, das wäre dann die Frage, welcher oströmische Kaiser sorgte aufgrund einer Veranlassung 426 dafür, dass die Olympischen Spiele der Antike offiziell eingestellt wurden? Ja, das würde ich jetzt vielleicht nicht wissen, dann würde ich halt auch einfach keine Punkte bekommen und würde halt nächste Runde wieder hier sein. Und dann ne, hätte ich jetzt vielleicht die Frage auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel weißt du über Soßen? Und da würde ich halt sagen, okay, vielleicht 3 und dann wäre jetzt die Frage, aus welchem asiatischen Land stammen Soßen, deren Grundzutat Wasabi ist? Und dann würde ich vielleicht sagen Japan, dann würden wir auf der Rückseite gucken, Japan wäre richtig. Ich würde dann hier 1, 2, 3 Felder vorgehen und beim nächsten Mal hätte ich dann schon die Kategorie Wissen. Das heißt, wenn ich dann wieder dran wäre, dann würde ich hier ne, die Wissenskategorie nehmen. Wir haben es auch immer so gemacht, dass wir quasi die Karten dann von unten nach oben gelegt haben. Ne, was weißt du über Biologie? Gut, wir verraten keinem, dass ich mal ein paar Semester Bio studiert habe. Ich würde vielleicht sagen 5. Und ich hoffe, ihr könnt das mal halbwegs lesen. Wie heißt das 1859 erschienene Hauptwerk von Charles Darwin, in dem er seine Evolutionstheorie beschreibt? Über die Entstehung der Arten habe ich so im Kopf. Vielleicht heißt es aber auch Struggle for Life, Survival of the Fittest. Ich würde das erste nehmen, 5. Wir würden gucken, über die Entstehung der Arten wäre richtig. Ich würde also wieder 1, 2, 3, 4, 5 Felder vorgehen. Würde jetzt beim nächsten Mal die Kategorie im Alltag haben. Da haben wir dann eben auch nur durchaus einiges an Fragen. Ihr seht das schon, das sind immer richtig viele Fragenkarten pro Kategorie, also schon ordentlich. Und dann sind es natürlich auch immer 10 unterschiedliche Skalen oder Schwierigkeiten pro Kategorie. Und da haben wir halt wirklich einiges an Fragen drin. Jetzt ist ja hier die Frage, wie viel weißt du über Arzneimittel? Da würde ich vielleicht sagen, ist nicht mein Fachbereich. Also ne, die höheren Fragen sind dann schon wirklich für Leute, die sich da auskennen. Also würde ich vielleicht mal sagen, 2. Dann wäre die Frage, wie lautet der Fachbegriff für die Wissenschaft, die sich mit Arzneimitteln befasst? Pharmazie, Hexerei oder Arzneimittel? Und dann würde ich vielleicht sagen, Pharmazie. Wir würden gucken. Ah, ist richtig. Und ich würde wieder 2 Felder vorgehen. Und natürlich, wenn ich meine Frage nicht richtig beantwortet habe, gehe ich gar keine Schritte vor. Deswegen, ne, das ist bei den ersten Fragen immer so. Ne, was ist gesünder? Ne, Schokolade. Jeden Tag Schokolade essen oder jeden Abend Salsa tanzen. Das sind dann auch oftmals eher so Scherzfragen. Das heißt, wenn ich unbedingt Felder vorgehen möchte, nehme ich Kategorie 1, 2, ne, 3. Enthält Vollmilchschokolade mehr oder weniger Fett als zartbitter. Das wäre jetzt schon was, wo man raten könnte. Ich würde sagen, mehr Fett, sie enthält weniger Fett. Okay, so gut kenne ich mich mit Schokolade aus. Aber das sind halt auch tendenziell Fragen, die man eher wissen kann. Und der Schwierigkeitsgrad, der steigt dann wirklich ganz gut an. Ich habe jetzt natürlich nicht alle Fragen gespielt. Ich kann nicht qualitativ alle Fragen beurteilen. Aber die Fragen, die wir hatten, die waren schon so, dass man gesagt hat, okay, das passt. Und auch gerade, wenn es vielleicht was war, wo man selber dachte, man hätte einen Fachbereich, dann waren auch die 10er-Fragen schon wirklich anspruchsvoll. Also die 10 Schritte bekommt man nicht geschenkt. Man muss sich halt selbst so ein bisschen einschätzen. Das ist so ein bisschen wie Smart 10, wo ich halt auch wissen muss, wann höre ich auf. Hier muss ich halt ungefähr wissen, wann ist es jetzt irgendwie gut, vielleicht doch mal eine geringere Zahl zu nehmen und wo lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Ne, hier haben wir zum Beispiel auch, ne, das ist die Kategorie Zeitvertreib. Was weißt du über Löwenzahn, die Sendung? Und wenn wir da die 10er-Frage hätten, wieso verlässt Peter Lustig in der allerersten Folge Löwenzahn sein Haus in Bayern und zieht in einen Bauwagen? Ich wüsste das jetzt nicht. Ne? Irgendwie ein Flughafen wurde da gebaut und er kann den Lärm nicht ab, deswegen zieht er weg. Aber hier haben wir halt auch alle möglichen Kategorien. Was weißt du über Bowling? Was weißt du über Stranger Things? Was weißt du über moderne Brettspiele? Was wären da die 10? Welches Spiel wurde 2019 als Spiel des Jahres ausgezeichnet? Just One war das doch, oder?
Ja, das wäre richtig, das wäre wahrscheinlich meine Karte gewesen. Und ne, Stephen King, Popmusik der 2000er, Disney-Bösewichte, Kampfsport, die drei Fragezeichen, den Broadway, da ist also wirklich alles Mögliche dabei. Während wir hier halt ne, alltägliches Arzneimittel, die Bundeswehr, Schmerzmittel, deutsche Bundesländer, Schokolade, Badezimmer. Wie viel Kilowatt Strom verbraucht ein durchschnittlicher Föhn pro Stunde? Keine Ahnung, 2000? Und die Antwort lautet, na, 2000 Watt meine ich natürlich. Da wäre ich auf jeden Fall im richtigen Bereich gewesen. Manchmal wird auch gesagt, dass so ein bestimmter Bereich als richtig genommen wird. Oder wenn man von irgendeinem schweren Wort ne, die erste Silbe kennt oder den ersten Anfang des griechischen Wortes, dann zählt das auch schon. Es gibt ab und zu mal hier so Challenge-Felder. Und die Challenge-Karten sind die hier. Das sind so, wir hätten das... Oder das sind alle möglichen Karten. Na, hier gibt es zum Beispiel dann, sage mir, ob die folgenden Namen eine Schriftart bezeichnen oder es sich um einen Marvel-Charakter handelt. Na, man hat 15 Sekunden Zeit pro Frage und dann würde man halt hier die Frage bekommen, Kull Obsidian. Dann müsste man halt sagen, ne, Marvel-Charakter oder Schriftart. Und ne, dafür wird man jetzt einen Timer laufen lassen, 15 Sekunden. Und nachdem man die Antwort bekommen hat, wird der Timer, also das Handy, ist natürlich auch nicht dabei, resettet. Dann kommt halt Avenir, Kingpin, Impact, Kinesis, Gamora, Vibro. Das heißt, ne, 2, 4, 6, maximal 7 Punkte könnte man hier mit dieser Frage machen, wenn man auf so einem Challenge-Feld ist. Und da muss man sich halt nicht vorher einschätzen, man weiß halt nicht, was da kommt. Sondern man muss einfach nur möglichst viel davon machen. Aber hier zum Beispiel haben wir jetzt auch die Wetten-Das-Karte und da wird einfach gesagt, ziehe eine Karte vom Stapel Kurioses, lies das Thema laut vor, schau dir aber die Frage nicht an. Ne, das Team, das gerade eine Challenge-Karte spielt, muss Frage 5 beantworten und das andere Team muss wetten, ob sie es schaffen oder nicht. Das ist natürlich auch ganz spannend, dass wir hier wirklich so ein bisschen unterschiedliche Geschichten haben. Ne, wovor haben Menschen mit der folgenden Phobie Angst? Arachnophobie, weiß man vielleicht, Theophobie, irgendwie Gott, Bibel, keine Ahnung, Emetheophobie, Tetraphobie, Gymnophobie, Kulropophobie oder Phobophobie, die Angst vorm Licht, vorm fotografiert werden, die Angst vorm Angst haben, okay, ja, macht ja Sinn. Und da ne, gibt's halt alle, ne, nenne 8 Zutaten, die in einen Long Island Iced Tea gehören. Da muss man einfach viel wissen und bekommt dann auch dafür Punkte. Also da sind schon durchaus unterschiedliche Geschichten bei. Und dann gibt's ja hier noch das Feld fast geschafft. Wenn man auf dem Feld landet, dann muss man eben auch hier so eine Karte beantworten. Und die sind auch komplett unterschiedlich. Also hier muss man irgendwie Gedankenexperimente zeitlich ordnen. Dann muss man hier einfach ne, Charaktere aus Disney-Verfilmungen nennen. Oder, ne, was ist ein Ikonoklast, ne, das muss man einfach wissen, dann gewinnt man damit das Spiel und, also das ist natürlich nicht googeln, wenn ihr es noch spielen wollt, und was es auch noch gibt, sind so Startkarten, wer anfangen soll, die hier nicht, die gehört da nicht rein, aber die Geschichten zum Beispiel, das Team mit der Person, deren Auto am meisten Kilometer gefahren hat, beginnt das Spiel. Oder vergleicht die letzten beiden Ziffern eurer IBAN, die Person, deren Zahl am größten ist, beginnt das Spiel. Oder es gibt ja auch solche Geschichten. Jedes Team wählt eine Person, nehmt die letzten beiden Ziffern des Geburtsjahres ihrer Mutter und addiert das Alter der Person, dividiert die Zahl durch 2 aufrunden und fügt dann ihre Hausnummer hinzu. Das Team, dessen Zahl am nächsten an der 47 ist, beginnt das Spiel. Okay, da braucht man dann schon ein halbes Mathe-Studium für, um das irgendwie zu machen. Oder wer am nächsten am Alter von Angela Merkel dran ist, als sie das erste Mal Bundeskanzlerin war, ne, darf halt das Spiel beginnen. Auch eine ganz nette Idee auf jeden Fall. Was halt nicht so nett ist, dass einfach kein Spielmaterial dabei ist. Das ist also einfach so ein paar Holzwürfel, Holzmiebel reinpacken. Das hätte man auf jeden Fall machen können. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwie auf Quizspiele steht und eben auch auf Quizspiele, wo ihr quasi selbst einschätzen können müsst, wie gut ihr in bestimmten Bereichen seid und was ihr so könnt oder auch vielleicht nicht könnt, dann ist das schon nicht uninteressant. Also ich habe mich da neulich mit einem Kumpel, ich glaube 2, 2,5 Stunden locker mit beschäftigt und das war auf jeden Fall sehr spaßig. Man kann das natürlich auch so spielen, dass man einfach hier eine Frage gestellt bekommt, also eine Oberkategorie, was weißt du über Biologie? Und wenn man sich so ein bisschen kennt, kann man natürlich auch dem anderen sagen, du kannst dich ruhig schon ein bisschen was trauen oder auch nicht. Und es ist natürlich ein ganz klassisches Spiel, wenn man irgendwann fertig ist mit dem Spiel, dann nimmt man sich einfach die Fragenkarten und geht einfach vielleicht mal eine komplette Karte, eine komplette Kategorie durch oder stellt sich einfach noch so ein paar Fragen oder sucht Karten raus und man denkt, der andere weiß da richtig viel drüber. Also, ne, das ist dann quasi so ein Spiel. Und ja, also ich hatte da durchaus viel Spaß mit, dass halt kein Spielmaterial dabei ist, finde ich ein bisschen nervig. Dass keine Sanduhr dabei ist, finde ich nicht so schlimm. Dann nimmt man einfach ein Handy für und wir haben es ehrlicherweise, also man hat eigentlich 31 Sekunden Zeit, um so eine Frage zu beantworten. Ist natürlich ganz gut, dass es da so ein Limit gibt. Wir haben es einfach ohne diese Uhr gespielt. Die Kategorien sind halt super abwechslungsreich und wie gesagt, dieses Einschätzen, dass ich ja sagen muss, okay, ich, ne, habe hier einfach normal, schwierig und für Fachkundige, also merkt euch,
8, 9, 10, speziell 9, 10, da müsst ihr euch wirklich gut damit auskennen. Und ja, ich finde es ja immer gut, wenn es tolle neue Quizspiele gibt. Wie gesagt, das erfindet jetzt grundsätzlich nicht das Rad komplett neu, aber ich mochte das, ich hatte da Spaß mit und das war einmal Quiz. Jetzt wisst ihr, wie das Spiel funktioniert, könnt einschätzen, ob das ein Quizspiel ist, das euch total umhaut und was für euch ist oder eben nicht. Wenn ihr sagt, Quizspiele finde ich schon immer doof, dann wird euch das jetzt wahrscheinlich auch nicht überzeugen. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut, bis bald und tschüss!